Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Also wir brauchen immer noch eine Idee, wie wir die Idioten in die Gänge kriegen. Wahrscheinlich muss ich auch noch mal ein bisschen den Gang komplett ausgraben, weil sie natürlich von der einen Seite hier immer schön rangegangen sind. Auch noch mal vielleicht den Eingang hier ein bisschen weiter, also diesen Graben hier weiter nach hinten packen, dass sie überhaupt sich denken, warum soll ich denn da rüberlaufen? Haben sie wahrscheinlich auch wieder nur gemacht, wegen den Spikes, die wir da reingedrückt haben, weil danach sind sie hier gar nicht mehr so hingegangen. Aber die Frage ist halt echt, wie kriegen wir die Jungs, dass sie hier reingehen und nicht immer nur einfach die Mauern kaputt machen? So, das ist halt so, das nervt mich noch so ein bisschen. Da muss ich mir nochmal was einfallen lassen. Ich weiß nur noch nicht was. So, wir brauchen Munition, ne? Munition und... Auftrag machen wir es. Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Wollen wir mal einen Auftrag machen? Ja, hast du so den ganzen Loot und so? Ist alles... Ah, nee, warte mal. Nee, muss ich noch machen. Warte. Hab ich hier noch Platz drin? Nee. So, ist da noch ein bisschen Platz drin? Dann nehme ich mal hier die... Dings mit. Achso, dann wollte ich noch mal gucken. Wegen Sachen fertigen. Viel Loot ist es ja nicht, aber da ist noch ein bisschen... Baseballschläger. Ich könnte mit Eisen Baseballschläger machen, aber leider nur Stufe 1. Knochenmesser Stufe 1, Holzknüppel Stufe 1. Aber irgendwas konnte ich doch schon viel höher herstellen. Eine Eisenschaufel Stufe 4 könnte ich schon mal herstellen, das ist schon mal nicht schlecht. Eine Eisenspitzhacke, dass wir ein bisschen Eisen besorgen können. Den Klauenhammer könnte ich herstellen, das ist auch gut zum Upgraden für mich. Automatische Maschinenpistolen-Geschützturm. Geschützturm. Meine Herren. Bewegungssensor, der braucht wahrscheinlich aber Strom, wa? Ist auch wieder unzufrieden. So, ich gehe mal eben, ich muss mal eben skillen oder ich muss mal eben ein bisschen Eisen. So, dann wollte ich eine Eisenschaufel haben, Stufe 4, obwohl, warte mal. Kann ich schon sehen, was die so... Ne, kann ich nicht, ne? Hier kann ich das nur sehen. Nahkampfschaden und so, ne. Klauenhammer, was brauche ich dafür noch? Klebeband, Leder und Holz. Also Leder. Leder, du, Leder. Das ist ja das. Ja, auch da rein. Kochgrill? Ja, den hatten wir schon, ne? Ja. Oh Gott. Brauchen wir mal eben einen Clownhammer. Das dauert einen Moment. Mhm. Also, ich kann uns eine eiserne Feueraxt machen. Ja. Also, ne, die Feuerwehraxt Stufe 4. Ja. Haben? Ja, mach mal. Ist doch besser als die andere, oder? Ja. Aber irgendwie sagt er mir, ich kann nur eine machen. Ah, wegen dem geschmiedeten Eisen. Ich mache erstmal eine. Ist da noch genug drin? 39 Stück sind da drin. Ne, es ist geschmiedeter Stahl. Ach so, ja gut. War oder meinst du in der Schmiede? Ja, da waren 38 Stück noch drin, hast du recht. So, eiserne Feueraxt. Nochmal eine fertigen. Ja, das braucht noch ein bisschen. Ein paar Minuten. Ja. So, wir können jetzt natürlich auch Eisenstachelfalle machen, aber solange wir noch nicht wissen, wie wir die Zombies irgendwie dahin kriegen, wo sie hin sollen, bringt uns das alles nichts, ey.
Wir brauchen unbedingt noch den Schmelztiegel, ey. Oder? Naja, nicht unbedingt. Stimmt. Eine Stahlaxt. Bauplan, Stahlwerkzeuge. Ja. Schraubenschlüssel kann ich auch noch nicht machen, aber wir haben ja welchen. Müssen wir den halt reparieren. Du solltest jetzt übrigens immer ein bisschen geschmiedetes Eisen dann dabei haben. Wenn wir bald Eisenwerkzeuge auch haben, kannst du sie natürlich nur reparieren, wenn du geschmiedetes Eisen im ja. Dings hast. Ne? So, ich kann ja mal gucken hier eben. Dum, 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 dum. Ah, da sind gar keine mehr zu machen. Nochmal eben geschmiedetes Eisenpaar. Ist aber sehr teuer, der Typ. Wer ist teuer? Ja, hier, Herbert hier. Hat er denn wenigstens was Schönes gerade? Nee, ich wollte nur Munition kaufen. Hätte auch 90 Stück von denen für die AK-47. Aber wenn ich da auf voll gehe, dann kostet mich das nur mal schlappe 1980. Oha. Ja, das ist günstig. Irgendwelche Aufgaben und abholen, beseitige Zombies. Das ist es doch, beseitige Zombies. 960 Meter westlich von hier. Da können wir natürlich gleich mal hingehen. Ja. Beseitige Zombies. So, ich habe schon mal einen Auftrag. Mhm. Ich komme sofort. Okay, die Axt holen wir, wenn wir wieder hier sind. Es dauert noch ein bisschen. Ja. Dann mache ich mich noch mal ein bisschen frei. Dann können wir wieder los. Mach die schnackig, du selbst. Ja, der Biber, du. Das kommt da noch mit rein. Dann kann... Achso, das wollte ich bei Medizin mit rein tun. Ich muss mal ein bisschen frei machen hier noch die Dingens. Die. Ja, klar. Du machst das schon. Mein Inventar, meine ich. Ja. Sonst haben wir nachher zu viel mit, oder habe ich zu viel mit, und dann können wir wieder nicht genug sammeln. Hast du ein Dings mit? Also ein, Was? Ja, Moment. Ich komme gleich drauf. Ein Schlafsack? Oder sind wir nicht weit? Hast du, hast du mit? 960 Meter sind das von mir aus. Also okay. vom Ich habe dir jetzt auch einmal einen 12er Block Eisen mit eingepackt. Ja. Den ich dir gleich schon mal gebe, falls du Sachen mit Eisen reparieren willst. Ja. So, dann kocht unser Feuer noch mal ein bisschen Wasser. So. Das machen wir mehr als genug. Ja, ich weiß. Aber ich habe so viel dreckiges Wasser im Inventar gehabt. Warum soll ich es nicht zu Wasser abkochen, ne? Ja, ich habe schon 14 Gläser gerade noch abgestellt. So, den Gärungsalkohol, der kommt jetzt auch zu Sachen... Dinge und Sachen von Medizin. Achso, da kommt das jetzt hin, okay. Ja, weil ich habe da mal raufgeklickt und da steht drauf, dass das gut für Verbandsherstellung ist. Klingt irgendwie logisch. Jo. A little bit logic. Achso, was sagen hier eigentlich meine Pflanzen? Kartoffelpflanze. Ich weiß gar nicht, wann ich die abernten kann irgendwie. Keine Ahnung. Ich glaube, das war irgendwie so, wenn da Kaffeepflanze steht... Kann ich sie ernten? Wenn da steht Kaffeepflanze Wachstum halt noch nicht oder irgendwie so. Oder da muss halt stehen Kaffeepflanze erntebereit oder so. Ich warte lieber nochmal ein, zwei Tage. Ich meine, ist ja jetzt nicht so, dass wir das so unbedingt brauchen. Besser ist. So, du hast einen Auftrag. Welche Richtung ist der ungefähr? Lauf mir hinterher. Ja, nee, ich will ja auch noch einen mitnehmen. Ja, dann lauft nur einer, es ist ja nur ein paar Zombies erledigen. Ja, das aber. Ist Stufe 1. Es wäre gut, wenn ich weiß, in welcher Richtung. Westlich. Westlich, okay. Westlich habe ich beseitige Zombies 1,2 Kilometer oder beseitige Zombies in 489. Dann wird es wohl dieser 489 sein. Can you help me with my problem? Das ist hinten mein Girls Club hier. Hm. So ein Booby Trap.
Habe ich mitgenommen, den Auftrag? Ach scheiße, warte mal. Ich sehe dich gar nicht, weil ich bin ja eben einmal dämlicherweise rausgegangen. Ich habe dir nochmal eine Einladung geschickt. Ja. Da. Stimmt, da war ja was. Ach, du bist ja schon voll weit. Ja, ja, klar. Dann machst du ja wahrscheinlich deinen Auftrag und ich mach meinen eigenen. Ich kann ja auf dich da warten, das ist ja nicht das Problem. Wenn du möchtest. Kannst auch schon anfangen, im Endeffekt. Okay. Dann, zur Not gehe ich dann gleich, wenn ich über die Brücke bin, rechts und mach meinen eigenen Scheiß. Oh. Oder so. Kann jetzt doch nicht so schwer sein. Nee, eigentlich nicht. Wir sind ja eigentlich immer schon ganz gut gewappnet jetzt. Oh. Ach, Skillen wollte ich eigentlich noch. Naja. Der Leichenbestatter Errungenschaft. Hm. So, ich glaube, muss man einen Kaffee saufen. Ja. Achso. Wird wohl die Hütte hier vor mir sein, der Kindergarten. Man kriegt halt schneller Ausdauer wieder, ne, wenn man Kaffee gesoffen hat. Ja. Das bringt schon was. Und wenn das wirklich 3 Minuten hält, ist das gerade, wenn du jetzt irgendwo hinläufst, eigentlich von Vorteil. So, ich gehe dann zu meinem Kram. Mein Kram ist hier, wo wir schon mal waren, anscheinend. Einfach nur auf der anderen Seeseite. Wenn ich sterbe, sterbe ich halt. Ja, ist der Kindergarten hier. Alles klar. Ist ja Kindergarten oder der Kindergarten? Das ist ein Kindergarten hier. Achso. Wo mein Auftrag stattfindet. Ja. Also es ist wirklich so, wenn du Kaffee getrunken hast, hast du das 3 Minuten, dass deine Ausdauer viel schneller wieder hochgeht. Also ja, gut. Der Goldrutentee macht's halt nur einmalig. Ja. Dafür hast du halt kein Dünnschiss. Okay. Sehr geil, ey. Hier ist ja gar nichts. Da ist einer. Digga, ich bin hier. Ist noch ein bisschen weiter. Oh nein, das ist auch noch dieses Camp, ey. Das waren noch mal so viele Hunde. Ah, die kranke Schwester. Hallo. Voll in your face. Säubere das Gebiet. So, das war schon mal der erste Geier. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele Leute mir hier entgegenkommen. Bild dich nicht so an. Oh, Billy. Manchmal diese Katze, ne? Hm. Hier ist gar nicht so viel los, ey. Kommt wahrscheinlich noch. Nein, Mäuschen. Jetzt nicht. Burn, Baby, burn. Das ist geil mit dem Feuer. Jetzt auf ihrem Stuhl. Das ist Katastrophe fürs. Ja, säubere das Gebiet, ja. Wo sind sie denn noch alle? Äuschen, das geht jetzt nicht. So. Möchte die Katze wieder was von dir? Ja, sie will auf meinen Stuhl. Achso. Das ist ja so gesehen. Ja, ja, stimmt, das ist beim letzten Mal schon erzählt, ja. Oh. Das ist ja ihrer. Ja, ja, ich hab da. Na, also. Ich darf ihn ab und zu mal benutzen, warum man so sagen. Katastrophe mit dem Mäuschen. Na, komm schon. Oh.
Das war blöd von mir. Sag ich, ist auch irgendwo eine Tür? In die Eier, immer in die Eier, immer in die Eier. So, zurück zum Händler. Rede mit dem Händler. Säubere das Gebiet. Ja, ich würde mich gerne umgucken, wenn ich das darf. Vielleicht gibt es hier noch was zu holen. Guck mal hier. Haufen Munition. Ah, habe ich ja wenigstens schon mal wieder was für die Beretta, ey. Ein Puffermantel. Wer braucht ihn nicht? So, was haben wir denn hier alles Schönes? Goldklumpen, Silberklumpen, roher Diamant. Wir haben, ich habe wieder 14, 7, 6, 2 Full Metal Jacket Munition, ein Eisenspeer Stufe 1 und ja. Und eine Mod, Sichtbereich 8x. Willst du das haben? Oh, warte mal, ich habe hier einen Eisenspeer. Hm, cool. Ja, welche Stufe habe ich eben auch gefunden? Level 1 leider. Ne? Ja, habe ich leider auch nur. Ich glaube, da ist mein Holz, mein Steinspeer mit. Bei mir steht auch jetzt einmal mit dem Händler reden. 22 mal Munition habe ich gefunden für die 762. Ich leider nicht. Ey Digga, ich bin hier. Komm her. Achso. Ich dachte, er redet mit mich. Nö. Oh. Das ist egal. Spinde unberührt. So cool. Was ich mitgenommen? Cool. Hier stehen auch so ein paar Häuser, wo ich jetzt gerade bin. Mhm. Das ist gut. Hier laufen auch Rehe rum. Oh, ich krieg gleich, ich wollte gerade sagen, irgendwo Besuch. Ich höre Schritte. Da voll in die Möpse. Ich habe noch ein bisschen Platz. Ein Haus nehme ich noch mit. Na, ich guck mal, dass ich hier noch ein bisschen Eisen mitnehme. Okay, das geht nicht. Dann mache ich auch gleich noch. Ich habe ja noch die. Kann auch bald mal anfangen. Digga. Oh ne, das dauert mir zu lange, oder? Geht das mit der besser? Nein. Hier vielleicht noch so ein Kühlschrank oder so? Nein, da oben kann ich gleich nochmal gucken, wa? Da oben kann ich gleich nochmal gucken. Die nehme ich mit. Aber hier ist nix. Da oben drauf auch nicht. Kommst du jetzt hier hoch? Ich wusste gar nicht, dass ihr Treppen laufen könnt, ihr Penner. Immer mal was Neues. Ja. Da habe ich jetzt ja gar nicht mit gerechnet. Naja, egal. Sie können's. So ein Brennofen hier. Oh Gott, Alter! Kommst du denn jetzt hier? Mhm. Klebeband. Wir brauchen es ja leider. So ein Soldat hier, weißt du? So, dann nehme ich mal. Hast du eine Zange mit dabei mittlerweile? Was? Kannst du aber ganz gut Autos mit auseinandernehmen, dann kriegen wir den. Ja, da habe ich ja immer dabei. Alles klar. Da sagst du immer, nee, benutzt nicht das, benutzt doch die. Ja, die ist halt nur so, damit kannst du Autos und Kühlschränke gut auseinandernehmen. Sonst klopfst du halt immer nur auf das Ding ein, aber es bringt dir halt nichts. Doch. Ja, aber ja, das kannst du aber auch mit der Axt machen. Du machst sie damit nur kaputt, das meine ich. Ja, ist auch gut. Kann ich auch reparieren. Ja, das stimmt. Ja. Nahrung, Garantie.
Noch so ein Teil hier? Nö, ne? Bist du denn leer? Gut, dann gehe ich mal wieder zurück schnell. Mein Charakter ist warm. Du hast einen warmen Charakter. Mhm. Ich kann ja noch die Autos hier mitnehmen, mal so unterwegs. Ich hab nicht genug Ausdauer, ja, dann sauf doch einen Kaffee, Mann. Nochmal 2 Taschen, ich hab bekloppt. 4 Taschen. Tja. Gucken, ob wir sie verticken können. Ja, zwischendurch kannst du mal eine verticken, aber trotzdem nicht im Bücherregal hier. Bauplan gedämpfte Verbindungsmods. Hört sich interessant an. Total. Kleinerer Fernseher. Hier an der Wand. Ist mir zu klein, da kann ich nicht drauf gucken. Was? Ja, war doch eben ein Hühnchen. Das kann nicht weg sein. Na, Drecksvieh, ey. Ich wollte doch ein bisschen Fleisch mitnehmen. Aber nix Fleisch. Hab ich denn jetzt hier gerade? War eine geile Sonnenbrille. Nice. Das brauchen wir immer. Ich habe noch eine Brille für dich. Wie meint er das jetzt? Hey. Das Geile ist, dass ich hier Shotgun-Munition finde ohne Ende, aber keine Shotgun habe, weißt du? Ja, das stimmt. Aber ich glaube, könnten wir nicht sogar schon eine bauen? Hatten wir da nicht Bauplan für? Warte, ich guck mal eben. Doppelläufige Schrotflinte. Nee, haben wir noch nicht den Bauplan für. Donnerbüchse. Diese Weiber hier. Jetzt dreht sie wieder am Rad. Die Katze. Da, Pumpgun haben wir auch noch nicht. Bauplan. Schade eigentlich, ne? Schade. Achso, was ich letzte Folge wegen dem Blutmond ganz vergessen habe, liebe Leute, frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Oh Mann. Bauplan, Eisenbrecher und Bauplan, Werkbank. Yay. Jetzt. Jetzt. Naja, und ich habe. Oh, guck mal. Ich habe ein Jagdgewehr. Das ist geil. Ich hätte sonst für dich schon eine Mod hier. Visier, ne? 8-mal Vergrößerung. Habe ich eben gefunden. Aber was ist denn das hier bei mir? Wieso höre ich die ganze Zeit den Scheiß hier von links? Von Discord. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was du hörst. Hier ist ein Discord-Scheiß hier. Da schreibt gerade jemand irgendwas. Ach so. Aber warum höre ich das? Da, 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 oh, das geht mir jetzt gerade richtig auf den Senkel. Ah, die Folge ist gleich vorbei, dann kannst du einmal kurz in die Einstellung gehen. So, ich bin schon mal wieder beim Händler. Das dauert ein bisschen. Gebt den Auftrag ab. It must be my lucky day. Molotow, Cocktail, Munition oder die Kunst des Bergbaus Band 6. Ich glaube, das nehme ich mal, oder? Ja. Rutschung. Da du weißt, wie du dich zu bewegen hast, kommst du im Fall einer Rutschung meist heil davon. Erleide 50% weniger Schaden durch eingestürzte Minenschächte. So, warte mal. Das brauche ich nicht. Oh, brauche ich das wirklich? Das weiß ich nicht. Was habe ich hier? Das ist Level 6. Ach, wir nehmen das mal.
gefütterte Beinschienen. Das sind Goldbeinschienen. Ja. So. Ah, guck mal, ich hab den Schockstab. Ja, geil. Was ist das hier? Lederarm, Handschuhe, Bandschuhe, was? Wo kommt denn das hin? Bis dahin? Dahin? Achso, ja, nee, lass mal. Eisenbolzen für Armbrüste, Munition. Wir brauchen das Glas. Das sind nur zwei, der kann auch weg. Ich schmeiß eine Taschenlampe weg. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Ich schmeiß beide weg. Wir haben ja welche, ne? Ja, wir haben welche, glaube ich. So, guck mal, die kann ich ja. Ich mach mal die Werkbank. Dann habe ich noch einen Bauplan für dich hier. Maybe next time. Happy travels. Maybe next time. Oh. Scheiß Taschen. Zombie hier drinne? Ich dachte, die können hier nicht rein. Silberklumpen und Goldklumpen. Ich weiß Bescheid. Hab ich auch gefunden. So, gut, dann ist die Folge vorbei, liebe Leute. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Haben wir nochmal einen Auftrag gemacht, hat nicht viel gebracht, glaube ich. Obwohl, doch, Rusty bringt ein paar geile Sachen mit. Bei mir hat es leider nicht so viel genützt. Egal, wir werden wahrscheinlich nochmal ein paar Aufträge machen, bis ich endlich eine Idee habe, was mache ich denn jetzt mit unserer Base. Wahrscheinlich sollte ich erstmal außenrum die Mauer nochmal zwei höher ziehen und dann haben wir da schon mal Ruhe. Dann müssen wir nur nochmal gucken, wie wir sie vorne verteidigen. Na? Gut, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.